Hi, es ist Ben, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Willkommen zu Teil 7 unserer Songwriting-Serie, wo es darum geht, mal einen einfachen Rocksong zu schreiben, instrumental, mit Rhythmus und mit Melodie. Wir sind hier mit dem Rhythmus gestartet und befinden uns jetzt hier im Intro. Falls du die anderen Teile nicht gesehen haben, solltest du unbedingt anschauen. Wenn du noch gar keinen Teil gesehen hast, dann bitte mit Teil 1 starten. Den sollte sich jeder anschauen. Das ist absolute Pflicht, bevor du überhaupt mit was loslegst, weil da besprechen wir nämlich erstmal das Wichtigste, die Denkweise. Ja? Da will ich mich jetzt aber nicht wiederholen. Da gibt es den Teil dafür. Einfach mal auf YouTube suchen. Und dann geht es jetzt hier auch weiter. Kurze Wiederholung, was ist beim letzten Mal passiert. Wir haben das Intro geschrieben, sind damit eigentlich im Endeffekt auch fertig und haben da jetzt ein Intro, was über 8 Takte geht, mit einem ganz coolen Rock. Riff und haben hier auch schon etwas mit dem Schlagzeug angefangen. Und ich würde sagen, jetzt hier in dem Fall, weil es ja auch eine Lektion ist, machen wir das Ganze mal etwas, ich sag mal, Step by Step, schreiben jetzt kein Riff weiter, sondern starten jetzt hier mal und schreiben mal noch den Bass und das Schlagzeug, damit wir auch schon ein ganz gutes, ja, hörbares Resultat quasi haben für das Intro. Und immer der Hinweis, ja, schön speichern, bevor die Elektronik mal versagt und abschmiert. So, jetzt hier für den Anfang. Was du zum Beispiel machen kannst, und übrigens, ich bin absolut erstens kein Profi-Schlagzeuger und auch kein Profi-Bassspieler. Ich bin absolut gar kein Bassspieler und gar kein Schlagzeuger, ja. Wobei ich Schlagzeug eigentlich lernen wollte und es auch noch vorhabe, ja. Aber wenn du dir sagst, hey, wie soll ich Bass und Schlagzeug schreiben, ja, mach es dir da so einfach wie möglich. Da, übrigens, wenn du dazu Fragen hast, ja, für eine einfache Schlagzeugspur, wie man das macht, wenn wir da auch noch mehr hier drauf eingehen sollen. Ich meine, ich versuche das schon, aber wenn wir dann noch näher drauf eingehen sollen, dann lass uns unten einen Kommentar da und schreib mal, hey Ben, geht mal bitte noch mehr auf das Schlagzeug ein, wie kann man da einen guten Rhythmus schreiben, auch für den Bass, okay? So, dann geht's hier los. Ich zum Beispiel weiß, okay, das Intro, das soll so etwas aufbauend sein und es soll quasi danach schreien, es muss eine Erlösung kommen. Und das sind übrigens auch so diese emotionalen Faktoren, die man eben jetzt beim Songwriting dann beachten sollte, wo man nicht nur einfach Blomp schreibt, was man hören will, sondern ja, wie soll das Ganze klingen, also welche Emotionen soll es auch auslösen. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. So, ich hoffe, du hast dein Wasser auch mit dabei oder Käffchen oder Tee, weil das Ganze soll ja ganz entspannt sein, kein Stress, kein Druck. Und deswegen mache ich so, das Ganze ist ja ein A-Moll. Der Bass wird jetzt einfach nur ein A spielen und alle Bassisten, die sie sehen werden, werden wahrscheinlich Ach und Weh schreien, was denn der hübsch man hier macht mit dem Bass, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier keine professionellen Bassspieler, aber Bass, ja, ohne Bass Lars, deswegen, wir brauchen auf jeden Fall einen Bass. Deswegen, den musst du auf jeden Fall mit dazu schreiben, sonst klingt das Ganze ziemlich blöd. Aber wie gesagt, da mache auch ich es mir in der Regel so einfach wie möglich, damit einfach der Bass mit dabei ist. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Und zwar, hier machen wir einfach nur, spielen wir einfach nur das A. Passt hier wunderbar, auch wenn wir zwar hier die anderen Double Stops spielen, den C und D. Das sind nur Durchgangstöne und mit dem Bass wirst du sehen, klingt das Ganze so ein AC/DC-Ding. Ja? Du spielst quasi hier immer diese Riffs, aber der Bass, einfach Achtel A, das ist eben so ein bisschen aufbauend. Ja? Und da übrigens beim Bass, warum auch immer, es ist hier immer eingestellt, das ist quasi, ich habe jetzt gar nicht die lateinischen Wörter vorhanden, aber auf jeden Fall wird es nicht auf MF. Langes her. Auf jeden Fall, das sind nicht Dynamiken, die ja, Lautstärken. Also gut, man kann auch sagen, die Dynamiken. Wie laut etwas gespielt wird, ja, das ist quasi sehr leise, das ist extrem laut. Und beim Bass mache ich es hier quasi immer auf das F, was heißt. Vorteil ist es nicht, das ist die Geschwindigkeit. Boah, da muss ich jetzt echt mal sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier diese theoretischen Begriffe gerade verloren habe, aber es ist auf jeden Fall egal. Machst du ja auf jeden Fall mal auf das F, dann ist es quasi lauter. Du kannst aber das Volume auch hier nochmal einstellen. So, und hier bei dem C lasse ich auch den Bass ein C spielen, weil wenn wir hier ein A spielen, dann klingt das Ganze doch etwas disharmonisch. Etwas dissonant. Und deswegen auf die Töne, die länger ausgehalten werden, spiele ich einfach mit dem Bass meistens, ja, einfach den Grundton. Das passt auf jeden Fall. Wie gesagt, die Bassisten jetzt, falls jemand mitschaut, werden sich die Arme über den Kopf zusammenschlagen. Die können natürlich noch etwas ausgetüftetere Basslines schreiben, aber das, da kommt jetzt hier nicht drauf an. Wir sind Gitarristen, wir wollen hier Gitarre spielen, wir wollen einfach einen einfachen Rocksong erstellen. Und da reicht es, kannst du dir merken, als Grundprinzip, damit du dir auch keinen Stress machst.
Der Bass spielt einfach immer den Grundton, okay? Das heißt, wenn zum Beispiel wie hier, da wird ein C gespielt, also Bass spielt auch einfach das C. Oder jetzt zum Beispiel hier, der D-Double-Stop, ja, wäre eigentlich ja, ein D-Power-Chord. Da wird länger ausgehalten, deswegen machen wir hier einfach ein D, also der fünfte Bund. Und hier, das ist ein G-Double-Stop, deswegen machen wir hier auch das G, G hier auch nochmal und hier dann das C auf dem C. Double Stop, Grundton C, deswegen jetzt hier. Hören wir uns das Ganze mal an. Und mit dem A, wie du ihn hörst, ja, so schön warten, so ein bisschen AC/DC-Style. So, hier ist exakt das gleiche wie hier, deswegen markieren, Copy and Paste, also einmal Steuerung und C, beziehungsweise jetzt Command und C, wenn du auf dem Mac bist. Und Command und V, beziehungsweise Steuerung V zum Einfügen. Und hier haben wir dann hier A, C und D. Und deswegen schreiben wir auf dem Bass entsprechend A, C, D. Das ist teilweise echt etwas lästiger, das hier einzutippen. Ne? Aber das macht man eben. So, hören wir uns mal an. So, passt soweit, okay? Übrigens, ich lasse hier oben immer den Einzähler, beziehungsweise nicht den Einzähler, das wäre der Einzähler, immer das Metronom, den Takt mitlaufen. Kannst du einschalten, kannst du ausschalten, wie du möchtest. Und jetzt schreiben wir am besten gleich mal die Drums. Ich schau mal kurz, was die Uhrzeit sagt. 7 Minuten, okay, das passt. So, jetzt wäre natürlich die Frage für das Intro, schreiben wir Drums, die direkt etwas abfeuern, also einen ganz stinknormalen Drum-Rhythmus, wie zum Beispiel eben, sowas hier, ja. Schreib das mal eben. Also einfach offene Snare. Ja, klingt schon ganz cool. Ich mache übrigens immer nochmal die Einzähler. Bei den Einzählern, das ist jetzt so eine Gewohnheit, musst du nicht machen, aber einfach, weil ich es dann meistens nochmal recorde und als Backing-Track dann, ja, für die Lektion, damit du hier erstmal einen Einzähler hast und damit du weißt, wann es losgeht. Hier einfach 2 halbe Noten, dann nochmal 4/4. Ja, das ist schon mal ganz cool. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel jetzt hier ein Crash und dann auf die 2 und auf die 4 die Hi-Hat, und zwar geöffnet. Also es ist quasi hier, siehst du, Hi-Hat opened. Das ist dieser Sound hier. Das geht auch. Ja, so als Intro. Würde ich jetzt aber fast hier sagen, klingt das andere besser, aber ich würde diesen Drum-Rhythmus wählen. Nämlich hier zweimal Bass-Drum. Das ist auch, wie gesagt, ein total Standard-Rhythmus. Bei dem Schlagzeug, ja, ich bin da manchmal etwas, knausrig und möchte da auch coole Schlagzeug-Lines schreiben, weil mich im Schlagzeug auch extrem interessiert. Das musst du aber nicht unbedingt machen. Ja, da müssen jetzt keine krassen Fills drin sein oder so. Fill-ins, so irgendwelche Schlagzeug-Lines. Ich werde sie hier schreiben, ja, aber oder vielleicht auch nicht. Vielleicht am besten, lass mal unten einen Kommentar da. Ja. Sollen wir jetzt Schlagzeug etwas filigraner schreiben oder eher ganz einfach? Sollen wir da auch nochmal mehr drauf eingehen? Das hier aber zum Beispiel, kannst du auch 1:1 kopieren, ist ein ganz stinknormaler Schlagzeugrhythmus. Und da zum Beispiel, das kannst du hier auch mal direkt kopieren. Da kannst du es dir ganz einfach machen. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt Schlagzeug über 4 Takte. Ja? Und dann geht es ja wieder quasi mit dem Rhythmus los. Da nehme ich dann meistens immer noch einen Crash mit hinzu. So quasi als Einleitung für den nächsten, ja, Abschnitt, Sektion, wie auch immer. Hören wir uns das Ganze mal an. Klingt das schon noch was, oder? Ist ja ganz cool. Wenn du dich dran erinnerst, machen wir so. Angefangen haben wir damit.
Ups. Ja, schon ganz cool. So, und jetzt haben wir noch Bass und Schlagzeug mit hinzugefügt. Klingt ja ganz anders, oder? Und so ist es eben auch oftmals, du hast vielleicht irgendwelche Ideen auf der Gitarre, aber es klingt irgendwie noch nicht so, wie es klingen soll. Beziehungsweise noch besseres Beispiel ist zum Beispiel, gerade Bands wie Pink Floyd, Bon Jovi oder auch ein ganz gutes Beispiel U2. Da gibt es so viele krasse Songs. Und dann denkst du dir, boah, den will ich auch spielen können. Und dann lernst du irgendeinen U2-Song oder einen Pink Floyd-Song und spielst den einfach nur auf der Gitarre und denkst dir, boah, ist ja zum einen irgendwie mega langweilig und einfach nur irgendwelche Power-Chords. Und das liegt einfach daran, dass gerade bei diesen Bands, also das trifft jetzt nicht auf alle Songs zu, aber ich weiß von diesen Bands, weil ich ihn selber auch analysiert habe, dass es gerade bei den Bands, das ist ein gutes Beispiel ist, da sind andere Instrumente wie Schlagzeug, Bass, Keyboard ja, mit dabei und auch noch der Gesang. Erst wenn der mit hinzukommt, klingt das Ganze vollkommen und auch richtig geil und so groovig, wie es einfach klingt. Ja. Deswegen dann nicht enttäuscht sein, wenn du manchmal dann irgendwelche Gitarrenlines einfach nur lernst und dann denkst du dir, boah, es ist irgendwie mega langweilig. Liegt einfach daran, dass es rein von der Komposition her nicht die Gitarre im Vordergrund steht und deswegen das auch nicht so gitarrenlastig ist, gerade bei Pink Floyd, sondern viele andere Instrumente, wie gerade Keyboard oder eben auch Gesang und Schlagzeug, Bass, noch dahinter stehen und erst die ergeben dann ein richtig gutes Resultat. Und so ist es ja auch hier, ne? Ich meine, wir können als Intro, kann man auch einfach nur die Gitarre spielen lassen und dann später kommt Schlagzeug, Bass hinzu, aber ja, so hat das natürlich auch was. Ja? Und hier zum Beispiel, wenn ich mir das so anhöre vom Schlagzeug, würde ich hier zum Beispiel das betonen. Und würde auch hier, damit es etwas grooviger klingt, so jetzt kommen wir aber wie gesagt ne, etwas in das Schlagzeug rein. Und würde hier auch nochmal einen kleinen Fill-In machen. Weiß gar nicht, ob es Fill-In nennt, keine Ahnung. Ja, das sind auch so kleine Tweaks, wo du es einfach nochmal geiler klingen lassen kannst. Oder klingt gleich viel besser. Auch hier würde ich Folgendes machen. Hier nochmal ein Bassdrum. So, und so haben wir schon mal ein richtig cooles Intro. Ja. Wie gesagt, Bass lasse ich meistens einfach auf dem Grundton. Ist jetzt, ja, es muss einfach Bass mit dazu sein. Wenn kein Bass mit dabei ist, das geht absolut überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ohne Bass lass. Aber das reicht hier so. Ansonsten eben Fokus auf Gitarre. Und wie gesagt, mir ist dann auch wichtig, dass das Schlagzeug dann auch etwas Dynamik reinbringt, weil das ist einfach auch das, was teilweise den Rhythmus nochmal grooviger macht. Ja, deswegen, wenn du manchmal eine Gitarre hast, die schon einen groovigen Rhythmus spielt, ja, zum Beispiel. Und dann kommt aber noch der Bass mit dazu, der einfach das Volumen gibt, also rein, ja, das ist das Bassige. Und dann auch ein Schlagzeug, dann klingt das Ganze teilweise nochmal richtig geiler. Ja. So, schauen wir mal, 14 Minuten. Ja, und da würde ich auch sagen, sind wir mit dem Intro eigentlich ja, soweit erstmal durch. Ich glaube, das werden wir jetzt auch nicht mal wiederholen, sondern gehen einfach direkt weiter in den nächsten Part. Und was da jetzt kommen wird, werden wir uns mal überraschen lassen, was so im Kopf herumschwirrt oder was jetzt hier auch dazu passt. Vielleicht wiederholen wir es auch nochmal, das kommt eben ganz drauf an, wie wir die Parts weiterschreiben. Und übrigens, manchmal ist es auch so, dass ich höre mir das Ganze an und dann habe ich eine Idee für zum Beispiel ein nächstes Riff, was aber jetzt übergangsmäßig nicht so gut passt. Das heißt, das wird dann zum Beispiel eher der Chorus-Part und dann schreibe ich quasi, also fange von hinten an mehr oder weniger und schreibe dann den Song von hinten nach vorne, ja, wenn du jetzt weißt, was ich meine. Und das ist auch manchmal ganz gut, weil dann hast du einfach, dann weißt du schon das Ziel, wo du hin möchtest und kannst auch viel besser einschätzen, wie du die Übergänge machst und wie zum Beispiel das Intro klingen muss. Weil meistens ist ja der Chorus so ein bisschen der Höhepunkt von dem ganzen Song.
Und dann kannst du den Rest so ein bisschen da aufbauend hinschreiben. Ja, jetzt in dem Fall haben wir einfach mit dem Intro begonnen. Und es ist auch okay. So wie gesagt, es gibt 10.000 Wege nach Rom, gerade beim Songwriting. Ja, und das soll es in dieser Lektion erstmal gewesen sein, im Teil 7. Schreibe uns, wie gesagt, mal unten deine Kommentare zu der Frage, sollen wir noch mehr auf so Schlagzeug und Bass sowas mit eingehen? Also so wie wir es quasi jetzt auch hier in dieser Lektion gemacht haben. Gefällt dir das so oder ist dir das zu langatmig? Sollen wir lieber das ganz einfach halten und uns erstmal mehr auf die Gitarre fokussieren oder passt das alles soweit? Lass uns da bitte unten mal einen Kommentar da, ob das soweit passt und schreib uns auch gerne mal, wie gesagt, deine Herausforderung mit dem Songwriting, auf welche Sachen wir vielleicht auch noch näher drauf eingehen sollen. Das würde uns mega freuen. Da schon mal danke für deine Kommentare und deine Fragen. Des Weiteren, wenn dir die Lektion gefällt, dann bitte Daumen nach oben. Damit signalisierst du uns, dass wir da auch auf den richtigen Weg sind und dass wir dir da auch hier einen richtig krassen Mehrwert geben, weil darauf kommt es uns an. Ja? Und des Weiteren, falls du noch nicht unseren Kanal abonniert hast, dann bitte auch abonnieren und dieses Video mit anderen Leuten teilen, wo du sagst, hey, ist für die interessant, die wollen auch Songwriting lernen. Und damit würdest du uns auch mega weiterhelfen. Ja, und ansonsten übrigens noch, wenn du E-Gitarren-Anfänger bist, dann schau auch mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link auf unsere Videoserie. Ist eine kostenlose Videoserie mit 10 Lektionen zum Thema E-Gitarre lernen für Anfänger, wie du am besten in das Thema einsteigst, wie du am besten E-Gitarre anfängst zu lernen mit deinem ersten Song. Da lernst du, wie du improvisierst, deinen ersten Skalenakkorde und so weiter und so fort. Ist eine richtig coole Sache und alles kostenlos. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und da sind auch nochmal die einzelnen Teile für die Songwriting-Lektion. So, und das soll es in diesem Part erstmal gewesen sein. Dann hat es mir wieder mega Spaß gemacht. Ich finde Songwriting so, so geil. Ja. Es macht richtig Spaß. Das ist nochmal was ganz anderes, als einfach nur irgendwelche Songs nachspielen oder eben allgemein Gitarre spielen. Wenn du deine eigenen Sachen, ja, und das, was du gelernt hast, anwendest und damit eigene Songs schreibst, die müssen ja nicht einfach nur so für dich, auch die Sachen, die du so im Kopf hast, gerade mit Gitarre und so, ist das Ganze so einfach und das macht einfach so viel Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn du dir gerade denkst, ah, eigentlich habe ich nicht so Bock drauf. Aber ich kann es dir echt nur empfehlen, das mal zu machen. Es macht riesen, riesen Spaß, okay? Und wie gesagt, du kannst damit deine Gitarrenfähigkeiten nochmal durch die Decke gehen lassen und mehr Fortschritt machen, weil du eben das Ganze, was du weißt, auch anwendest. Weil Wissen ist nicht Macht, sondern Wissen, was man anwendet, ja? Mit dem man was macht, mit dem man was schafft und was kreiert, das ist Macht, okay? So, das soll es gewesen sein, Wort des Tages. Und dann geht es in der nächsten Lektion weiter. Bis dahin, ich wünsche dir mega viel Spaß und weiterhin Erfolg beim E-Gitarrenlernen. Rock on!